Hallöchen, na, alles klar bei euch? Willkommen zurück zu The Escapists. Und ich hoffe, dass wir heute ausbrechen. Die wichtigen Sachen hier haben wir ja schon. Uns fehlt im Prinzip nur noch ein gewisses Grad, ein gewisser Grad an Intelligenz, um die ganze Rotze zusammenzufügen. Und da habe ich gerade gesehen, die haben meine Briefe aufgesammelt, sehr nett, naja. Genau, und ich denke, das sollte heute alles machbar sein. Ich weiß gar nicht, wie viel Intelligenz wir brauchen, aber wir machen es einfach mal gut voll und dann gucken wir einfach mal weiter. Und ich bin mal gespannt, also wenn das heute klappt, habe ich mir überlegt, das möchte ich jetzt quasi schon mal ankündigen, dass wir vielleicht eine kleine Pause einlegen werden mit The Escapists. Bis ein neues Update rauskommt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Also vielleicht kommt ja direkt auch bald ein Update raus, aber egal. Und ich würde es dann ersetzen durch ein anderes mit Gefängnissen verbundenes Spiel. Vielleicht, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mal in die Kommentare. Und zwar geht's um Prison Architect. Das habe ich nämlich jetzt endlich mal gekauft für relativ günstiges Geld. Beim Humble Bundle, da habe ich glaube ich 15 Dollar habe ich bezahlt. Hätte nur 10 bezahlen müssen und ich bin schon wieder zu spät, verdammt, naja. Hätte halt weniger bezahlen müssen, aber die sollen ja auch was verdienen. Und auch die Charity soll ein bisschen Geld abkriegen. Ja, und bitte schreibt ganz viele Leute, bitte, Alter, in die Kommentare schreiben, ob ihr da Lust drauf hättet. Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte nicht nur zwei Kommentare haben. Ja, mach Prison Architect, mach's. Da habe ich nicht viel von. Ich möchte ja wissen, ob ihr alle das wollt. Also bitte, 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 bitte. Tut mir den Gefallen und schreibt möglichst alle einen kurzen Kommentar. Einfach nur mit Ja. Dann weiß ich, alles klar. Ihr wollt, dass ich mir Prison Architect anschaue oder halt, keine Ahnung, mit Nein, wenn ihr es nicht wollt. Eventuell baue ich das sogar zu einem kompletten LP aus, wenn das wirklich, wenn ihr das wollt. Ja, bitte einfach wirklich ganz viele Leute bitte in die Kommentare schreiben. Da haben wir alle was von. Ich möchte nicht über eure Köpfe hinweg entscheiden. Ich habe ja schon mal gesagt, ich möchte mein Kanalprogramm mit euch zusammen aufbauen und das meine ich auch wirklich so. Deswegen schreibt fleißig in die Kommentare. So. Sind wir eigentlich ganz gut mit durch und jetzt hätte ich hätte überhaupt nicht duschen gehen müssen. Naja. Mache ich aber trotzdem jetzt kurz Mittagessen, damit ich wieder ganz voll bin. Mal gucken, was es heute Leckeres gibt. Oh, Hähnchenschenkel, was ein Zufall, wie jeden Tag lecker. So, bla bla, next midday roll call, alles klar, ein bisschen Geld verdienen geht immer. Und Metal kann ich leider nicht besorgen, College. Das machen wir mal weg. Schaul finde ich hier eh nicht mehr. Bla bla bla, Tobias zusammenschlagen, nö. Also ich bin mal gespannt, ob das wirklich so klappt mit dem Ausbruch, wie wir uns das gedacht haben. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade noch nicht. Es könnte gut sein, dass das so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Warte mal, jetzt will ich mal kurz was gucken. Oh, wir sind schon gut dabei. Da könnten wir gleich nachher mal nach der Arbeit gucken, ob wir das zusammenbauen können. Ja. Wie gesagt, es gibt ja, soweit ich weiß, keine wie nennt sich's? Wachtürme. So, Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Das finde ich soweit schon mal ganz gut, dass es keine Wachtürme gibt. Macht allerdings unser Leben auch nicht unbedingt leichter. Wir wissen ja nicht, was da noch so auf uns wartet. Und an Henry komme ich jetzt nicht dran. Supi. Das heißt, ich schmeiß den mal weg. Tobias oder Ethan auch nicht. Henry. Zack. David, du. Du kriegst sogar zwei. Ja, genau. Also, ich bin mal gespannt, ob wir das so hinkriegen mit dem Ausbrechen. Weil ich weiß auch nicht, ob das
Seil, Alter, der kriegt sogar 3. Ich weiß auch gar nicht, ob das Seil für sowas gedacht ist. Für solchen Ausbruch. Kann natürlich sein, dass das überhaupt nicht so funktioniert und wird dann doof dastehen. Ich habe keine Ahnung, leider. Naja. So, haben wir jetzt einen Brief für Ethan? Nö. Henry Alexander, willst du einen Brief haben? Auch nicht. Meine Güte. Cameron. Da, der Oberste. Viel Spaß damit. Hoffentlich ist eine Pfeile für dich drin, dass du ausbrechen kannst. So, Tobias, da... Ja, das war dann der letzte. Kurz nochmal ein bisschen was lesen. Wie viel haben wir? 98, mach mal auf 90. Oder 91. Oder können wir machen es einfach bis zu 100, scheiß drauf. Dann können wir auch sicher sein, dass es auf jeden Fall funktioniert. Ups. Wie sieht's hier? Dreimal noch. Und schon können wir die Relativitätstheorie widerlegen, weil wir jetzt der schlauste Mensch der Welt sind. So. Mal gucken, ob das auch so funktioniert. Perfekt. Grappling Hook. Den lasse ich aber jetzt mal da drin. Denn ich würde sagen, wir brechen während kurz vorm Schlafengehen aus. Ich glaube, das ist am unauffälligsten. Zumindest hoffe ich, dass es das ist. So, bevor wir sporten gehen, gehe ich erst kurz duschen. Wie alle anderen auch. So. Das muss jetzt schnell gehen. Ein schönes hat ja der neue Knast. Da ist alles so ein bisschen knackiger von der Zeitaufteilung her. Bei dem anderen hast du immer so viel Zeit für alles Mögliche. Hier musst du dir die Zeit ein bisschen besser einteilen. Und das ist ein bisschen schwerer als bei dem anderen, obwohl der Knast hier an sich leichter ist. Finde ich ganz gut. So. Bisschen gepumpt. Ach du Scheiße. 10. Geschwindigkeit, das ist natürlich nichts. Können wir uns eigentlich was noch was Schönes kaufen, auch würde ich überhaupt nichts brauchen momentan, aber... Pff, nö. Was hat David so im Angebot? Auch nix. Komm, und wir machen einfach jetzt noch ein paar... Was ist mit dir los? Wir machen einfach noch ein paar Aufgaben. Was haben wir denn heute? Eine Tasse für Alex. Timber Brace für Alex müsste ich herstellen. Officer Hank zusammenschlagen und James zusammenhauen. Beziehungsweise ich könnte erstmal in der Schublade gucken. Das mache ich auch gleich. So, und während ihr hier rumpimmelt, viel Spaß dabei. Ich gehe mir mal... Ja, ja, komm, ist gut. Wie sieht's denn hier aus? Da haben wir es schon. Das ging schnell. Was haben wir denn noch? Eine Tasse für Alexander. Ich glaube, ich habe momentan keine Tasse dabei. Nee. Ach, scheiß drauf. Ich gehe mal schnell zum Essen. Ich möchte meinen Heat heute so gering wie möglich halten. Ihr wisst warum. Ausbrechen, während einen die Wachen schon suchen. Ich glaube, das ist nicht so sinnvoll. Komm, ich nehme mal eine Crowbar mit und verhau mal ein paar Leute. Das müssen wir ja auch noch machen. Oder? Genau. Nee. Nee, ah, verdammt. Na. In der nächsten Shower Period, mein Freund, bin ich schon lange weg. So.
Alter. Moment, Moment. Junge, jetzt bist du so hartfällig. Zwar nicht durch mich, aber machen wir es halt so. Der hatte nicht mal eine Waffe. Vollhorst. Ich würde gerne noch irgendeine Aufgabe erledigen, bevor wir hier ausbrechen. Hier. Cameron, nee, David. David. Ein Poster. Komm, ich hau den jetzt mal einfach zusammen. So, jetzt weiß man, wie sich das anfühlt. Arschloch. Was denn hier noch so? Ah, hier hat es jetzt keine Aufgabe für mich. Egal, dann, gut, dann suche ich jetzt nochmal kurz eine Tasse. Für den guten Alexander. Aber ich werde keine finden. Auch hier nicht. Ja, soll wohl nicht sein. Was hast du noch für eine Aufgabe, Henry? Achso, nee. Das ist Quatsch. Alter. Junge, du hast doch gar keine Chance. Geh mir doch nicht auf den Senkel. Sorry. Bin immer noch ein bisschen angekratzt im Hals. Da müsste ich mal wieder eine heiße Milch mit Honig trinken. So. Irgendjemand wollte doch ein Poster. Jupp. Da brauche ich aber jetzt noch ein paar Klebebändchen. Achso, das war der. Warte mal, hab ich noch Klebeband bei mir in der Zelle? Nee, leider nicht. Hm, schade. Gut, dann verkloppe ich jetzt einfach mal ein paar Leute. Ah nee, Alexander... Ach, scheiß drauf, ich verklopp einfach mal Alexander, vielleicht hat er ja was. Ne, kein. Wo sind hier mal noch so ein Opfer? Opfer. Du, Ethan. Why me? Na, du warst gerade da. Ach, der hat aber auch nichts dabei. Na gut. Schnell zum Evening Roll Call. Oder nee, Moment mal. Doch. Oh, scheiße. Scheiße. Ich muss was erledigen. Ich bin weg. Bitte sei noch nicht zugeschlossen. Scheiße, das ist schon zu. Oh, das gibt's nicht. Warte mal. Komm ich über die Mauer drüber? Warum nicht? Warum komme ich nicht hier rüber? Ach komm, das gibt's doch gar nicht. Das soll... Ist das hier eine Decke oder was? Scheiße, ich komme hier heute nicht raus. Ach Mann, das ärgert mich jetzt. Wisst ihr was? Leute, dann probieren wir das einfach direkt. Ich schlafe jetzt einmal zusammen mit euch. Und wir verpissen uns jetzt direkt heute Morgen, hoffe ich. Mal gucken, ob das klappt. Warum ist denn hier immer noch zugeschlossen? Okay, gut, dann müssen wir halt einen Moment warten. Das kriegen wir schon. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade. Ich glaube, meine... Zelle wird heute durchsucht, das können sie ruhig machen. Bis dahin bin ich eh weg. Hoffe ich. Ich hoffe, dass das wirklich so funktioniert, aber... Boah, ich werde gerade selbst ganz schwummerig im Kopf. Und warum leckt's hier gerade? Krass. Und hier war dann meine Festplatte voll, deswegen geht's hier leider nicht weiter. Eigentlich sollte das eine Doppelfolge werden, aber... Tja, hätte ich lieber mal auf meinen Festplattenstand geguckt. Naja... Ich bin nicht ausgebrochen, also keine Angst.
Ich weiß gar nicht, was ich noch alles geschafft habe, aber das zeige ich euch dann einfach in der nächsten Folge. Wie gesagt, ihr habt nichts verpasst, keine Angst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüssi.